So, eine neue Folge Jung Naiv. Heute mal mit einem Gesicht, das ich irgendwo erkenne. Magst du dich kurz vorstellen? Mein Name ist Ken Jebsen, ich bin Reporter. Reporter. Und Aktivist inzwischen. Okay. Ken, du hast ja auch deinen eigenen YouTube-Channel und so weiter, das verlinken wir jetzt ja gleich. Das ist nicht mein YouTube-Channel, der Channel gehört YouTube. Okay. Aber du publizierst da. Richtig, wir dürfen das nicht vergessen, dass diese ganzen Channels nicht uns gehören. Wir sagen zwar unsere Channels, aber sie gehören letztendlich YouTube, Twitter und Facebook. Okay. Und wir sind da drauf und das ist wie mit Geld. Geld ist ja auch eine Leihgabe des Staates. Das darfst du nicht verbrennen, das gehört einem ja gar nicht. Ja. Gut. Gut, wir wollen uns diesmal nicht mit den Themen befassen, wo du quasi auf dem YouTube-Kanal dich mit befasst, sondern ich wollte mit dir heute mal reden über deine quasi ideale Welt. Was wäre, wenn morgen die Welt quasi resettet wird, es wird einen Neustart geben, es gäbe eine neue New World Order und du könntest sagen, wie die Welt auszusehen hat. Magst du uns quasi mal eine Einleitung geben? Also erstens würde ich das ablehnen. Ablehnen? Ich würde es ablehnen, weil wenn eine Welt nur nach mir, ich bin ein Mensch, ja, gestaltet wird, nach meiner Meinung, auch wenn man sagen würde, ja, du wärst vielleicht besser geeignet als George Bush zum Beispiel, das ist auch eine Behauptung. Das ist eine gewagte Behauptung? Ja, dann wäre sie doch einseitig, weil ich würde was vergessen. Und zwar eine Menge, weil ich würde nur, so wie ich eben bin, und ich bin ja nicht alle, ich bin ja nur einer. Ja, natürlich. Gut, aber ich will es mal anders sagen. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, die Welt neu mitzugestalten, ich will mal mitgestalten, ich bräuchte noch einen anderen Mitgestalter, der das Setup grob und ich darf dann die Farben bestimmen. Klar. Dann würde ich es mal mit einer Geschichte. Also es gibt in der Soziologie ein sehr interessantes Experiment. Ich glaube, 2-, 3- oder 4-jährige Kinder werden in einen Raum reingesetzt und es ist Mittagszeit. Und das heißt, es gibt was zu essen. Dann haben sie beide so einen Teller und auf diesen Tellern sind so Galoschen, heißen die, glaube ich, solche 2 Blechkammen da oben drauf. Und darunter ist eben ihr Lieblingsessen. Und die Frau, die sie kennen, die Erzieherin, sagt zu ihnen, hör zu, ich gehe gleich aus dem Raum. Und wenn ich aus dem Raum gegangen bin, dann dürft ihr die Dinger rausnehmen, dürft ihr anfangen zu essen. Okay, gut. Auf die sind Kameras gerichtet, das sehen die Kinder aber nicht. Und sie sind also sehr hungrig und sehen auch niedlich aus. Alles ist super. Gut, die Frau geht aus dem Raum. Die Kameras laufen, die Kinder nehmen beide jeweils die Galoschen weg. Und man sieht, der eine Teller voller Spaghetti, wie wir uns das wünschen, mit allem, was man braucht. Und auf dem anderen Teller ist gar nichts. Gar nichts. Niente. Ja. Und dann nimmt das Kind, was alles hat, wie selbstverständlich Messer und Gabel, nimmt die Hälfte und gibt es dem anderen Kind. Wortlos. Und dann fangen beide an zu essen. Die Umverteilung. Und teilen. Das hast du jetzt gesagt. Ja. Also das ist das, was passiert. Wie man dieses Experiment ein paar Jahre später nochmal macht, wieder dasselbe und mit neuen Kindern, dass sie es nicht erinnern können, dann ist es eben so, dann wird wieder runtergenommen, der eine hat alles und der andere hat nichts. Und der, der ja nichts hat, der guckt den anderen an und der alles hat, nimmt die Hand davor und diskutiert, was er dafür kriegt, wenn er jetzt Teile davon abgibt. Sind die Kinder älter? Die sind dann älter. Achso. Und die Frage, die ich mir stellen würde, ist, was ist in der Zwischenzeit, in diesen 2-3 Jahren zwischen den 3-4-Jährigen und den, 7-8-Jährigen, was ist da passiert? Irgendwas ist da passiert worden, dass Kinder oder Menschen, die die mit menschlichen Zügen, mit humanistischen Zügen auf die Welt kommen, dass die anfangen, taktisch zu denken. Da ist irgendwas aufgespielt worden an Erziehung. Und ich, wenn ich das Setup neu bestimmen würde, ich würde wieder zurückgehen und würde sagen, die Menschen würden von der Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, immer auf diesem Stand der 3-4-Jährigen bleiben. Das ist alles, was ich vorgeben würde. Und ich glaube, der Rest würde sich perfekt ergeben. Ich würde diese Taktiererei, diese Macht ausüben, dieser Druck, alles, was damit zusammenhängt, das gäbe es dann nicht. Und dann gäbe es sehr, sehr viele von den Problemen nicht, die wir heute haben, weil die Menschen einfach empathisch wären. So. Basieren wir das dann quasi mal auf diese Sache, dass sich das quasi alles von selbst entwickeln würde, dann spekulieren wir einfach mal, was sich da entwickeln würde, beziehungsweise was wir uns vielleicht wünschen oder du dir wünschen würdest, was da rauskäme. Vielleicht einen guten Kontrast zu dem, was halt heute los ist. Kannst du das Beispiel? Also würde es irgendwie diese Machtstruktur noch geben? Würde es diese Art von Demokratie geben? Ist das ein politisches Format? Wie würdest du dir das vorstellen? Wie würde Politik ablaufen? Also Politik und Machtstrukturen laufen ja eben so ab, dass ganz wenige sehr viel Macht haben und die meisten haben keine. Und man verspricht ihnen, sie kriegen ein bisschen mehr, wenn sie Dinge bereit sind zu tun, die sie normalerweise ohne diese Versprechen nicht tun würden. Das eben auch Dinge abstrakt machen und Menschen in irgendeiner Weise behandeln, dass man sagt, bist du, nee, ich bin das nicht, das kann ja in diesen abstrakten Strukturen sehr gut funktionieren. Wir kennen das aus der Kriegsindustrie. Wenn ich jetzt zu dir sagen würde, hör zu, da drüben ist dein Kameramann, hier ist ein Löffel, stech ihm doch bitte die Augen aus und dann schlag ihm den Schädel und so, dann wärst du... Da frage ich dich, wie viel gibst du mir dafür? Ja, genau, aber du erstmal würdest du, auch wenn ich dir viel dafür bieten würde, das nicht machen, also wenn du nicht kein Psychopath wärst. Weil wer weiß. Es wäre, die meisten hätten da Hemmung, sagen, würde ich mich mit Blut besudeln, das ist ekelhaft, will ich nicht machen und das ist brutal. Ja. So, wenn ich dir aber jetzt sage, hier ist ein Kampfjet, hier ist eine Splitterbombe, flieg in Land X, du kennst die Person nicht, drück auf den Knopf und unten sind 100 Leute tot, dann ist kein Problem, machst du, boom, so, ist tot, Napalm auf alle. Ja. Warum? Weil es abstrakt ist.
ja, weil du es nicht siehst. Das ist jetzt quasi die heutige Zeit. Das ist die heutige Zeit. Wie wäre das? Genau. Und wenn mein Setup, ja, dann würdest du das nicht machen, weil du eben empathisch wärst. Du würdest sagen, ich kann nicht, es käme gar nicht zur Situation, dass du, Mensch, dass es Krieg gäbe, weil Krieg ist ja letztendlich, dass die einen den Rest auch noch wollen und die anderen sich dagegen wehren und am Ende greifst du zu Gewalt und das wäre ja alles nicht. Also alles, was du heute hast... Gewaltfreiheit also. Gewalt, weißt du, was die Definition, was Gewalt ist, Gewalt kann ja auch sein, wenn man etwas nicht macht. Das ist eine passive Gewalt. Also gewalttätig war auch, als Gandhi sich ans Meer gestellt hat, das Salz hochgenommen hat, so, das war ja verboten. Das war auch Gewalt für die Briten, aber war das Gewalt? Also das ist immer eine Frage, aus welcher Richtung. Nelson Mandela war ein gewalttätiger Typ und war ein Terrorist und saß im Knast. Aber als er dann rauskam, war das, was er getan hat, war das dann noch gewalttätig? Mhm. Das ist immer eine Frage, wen fragst du? Ja. Und ich glaube, es gibt natürliche Rechte und einen natürlichen Sog, dass Menschen einfach überleben wollen. Und zwar mit einem Mindestmaß an Wasser, einem Mindestmaß an Luft, ein Mindestmaß an Freiheit. Und wenn du ihnen das nimmst, und zwar ihre natürlichen Ressourcen nimmst, als fremdbestimmter Kolonialist auftrittst und ihnen auch Meinung verkaufst und sagst, das ist Demokratie, so musst du glücklich sein, wir definieren das, dann fang an, Menschen sich dagegen zu wehren. Das kannst du bei deinen eigenen Kindern ja erleben. Kinder erziehst du, das ist auch eine Form von Gehirnwäsche, die ist aber gut, wenn du sagst, bei Rot solltest du an der Ampel stehen bleiben. Es wird dann komisch, wenn die auch nachts um 4 an der Ampel stehen bleiben, weil da gar kein Auto kommt. Da muss man jetzt auf einmal eigenständig, schwierig. So, aber ja, dann das ist ganz lustig in Amerika, wenn du heutzutage Jaywalking machst, kannst du sogar eingesperrt werden. Ja, gut, die haben ja sonst keine Probleme. Aber jetzt dann werden Kinder, wollen irgendwann aus dem Haus und dann fangen die an, wie man so schön sagt, pubertieren zu rebellieren. Die sollen ihren eigenen Standpunkt sagen. Und ich sage zu meinen Kindern immer, ich weiß es auch nicht besser. Es ist nur ein paar Empfehlungen. Ich bin nur etwas älter als ihr, aber den Durchstieg habe ich auch nicht. Und ist das jetzt gewalttätig, wenn Kinder sich dagegen auflehnen? Nein, die versuchen ihren eigenen Weg zu gehen. Die versuchen andere Ansätze, sie auf die Umwelt zu reagieren. Ist das gewalttätig? Manche würden sagen, ja, die müssen in der Erziehung, in der Kadettenanstalt. Andere sagen, nee, wir müssen alles anti-autoritär. Dann hauen die sich gegenseitig. Auch nicht. Ich weiß, ich kann diese Fragen nicht so einfach beantworten, weil wenn es so einfach zu beantworten wäre, dann sähe die Welt ja anders aus. Nur, ich wehre mich dagegen, dass Leute vorgeben, die richtigen Antworten zu suchen, aber die richtigen Antworten, also die richtigeren Antworten zurückhalten, weil sie ja ständig immer diese Interpretations brauchen, um die eine Lösung anzubieten, aber sie sind an der Gesamtlösung gar nicht interessiert, weil sie ja praktisch oben diese Probleme schaffen und dann kommen sie und treten auf. Und warum ist das so? Man muss sich die Frage stellen, warum Menschen überhaupt Lust haben, Macht auszuüben. Das hat denn damit zu tun. Wer geht denn in die Politik und sagt, ich möchte Bestimmer sein, ich muss auf die Bühne und alle müssen mich hören und da mache ich Gesetze und ihr müsst die alle befolgen. Aber so. Das ist ja jetzt auch wieder, dann sind wir wieder bei der aktuellen Lage. Wie wäre das dann quasi politisch in der idealen Welt? Wie würden sich die Menschen politisch engagieren? Du benutzt dauernd Begriffe, die schon gefärbt sind. Und ich sage, welche? Ideale Welt. Ideale Welt. Ja, ich weiß nicht, was ideal, weil wenn du zwei Leute fragst, was ein Ideal ist, dann wirst du drei unterschiedliche Meinungen bekommen. Aber ich meine, es geht ja darum, wir träumen ja jetzt hier. Ja, wir träumen ja in diesem Episode. Aber den Traum, den ich habe, der muss nicht dir entsprechen. Vielleicht ist es für dich ein Albtraum. Also wenn mein Traum umgesetzt würde, wäre für viele Leute ein Albtraum, weil es nicht ihr Traum ist. Aber trotzdem will ich den ja quasi einfach nur kritisch hinterfragen. Gut, also wenn du, wie gesagt, dieses empathische Experiment aus der Soziologie anwenden würdest, würden sich viele Dinge daraus einfach ergeben, dass es sie nicht gäbe, weil es gäbe keinen Krieg, es gäbe keinen Totschlag, es gäbe ein sich einbringen, weil Politik ist ja, was dort bei diesen Dreijährigen am Tisch passiert. Die sind jetzt keine Politiker, ja, weil die nicht Interessen anderer vertreten und die sie zu ihren Problemen machen, weil das, was Politiker an Problemen vertreten, sind ja nicht ihre Probleme. Angela Merkel, wenn die sagt, der Benzinpreis, der muss so bleiben, wie er ist, sie weiß gar nicht, was ein Liter Benzin kostet. Sie tankt ja nicht. Ihr kann es egal sein. Aber das heißt, es sind angenommene Probleme. Das ist dieses, du stellst dich hin und sagst, wie Autofahrer. Und dann musst du vom ADAC sein. Vielleicht hast du gar keinen Führerschein. Aber dann hört man dir zu, wie gesagt, wie Autofahrer. Dann hören die alle zu. Nee, der macht was für mich. Nee, der möchte, dass man zu ihm aufhört. Dieser Mann macht was für mich. Damit bekommt er eine Funktion. Also, wenn dieses empathische Experiment, wenn das losgehen würde, und ich habe gesagt, die Menschen sollten immer so bleiben, dann gäbe es auch diese klassischen Probleme, die wir haben, nicht. Also, dass Leute Hunger hätten, dass Ungerechtigkeit, all das würde ja nicht da sein. Warum nicht? Weil die Menschen empathisch wären. Weil wenn sobald jemand sieht, dass etwas nicht gerecht ist, würde er sagen, würde er das wortlos gerecht machen. Ja. Verstehst du? Und das, ich meine, das ist ja ein Symbol, aber dieses Symbol gibt es in der Soziologie wirklich. Und die elementare Frage dahinter ist, so kommen Menschen offensichtlich auf die Welt. Was machen wir denn dazwischen, um die so zu verbiegen, dass es am Ende nur noch so geht? Und ist das eine coole Idee, wenn wir da ins Setup eingreifen, sagen wir spielen jetzt eine Art von Erziehung? Und war das immer schon so? Das wäre eine interessante Frage. War das immer schon so? Und ich bezweifle, dass das immer schon so war. Also ich glaube, es gab Völker, wir nennen die ja primitiv, was nichts anderes ist wie dicht an der Natur. Ja. Die haben nicht das, was wir haben. Die leben nur als ganz Primitive im Wald. Die gibt es ja auch noch, gibt es ja noch ein paar. Und die haben nicht das Schulwesen, die haben keine Allianzversicherung, die haben keinen Führerschein, die haben keinen Internetanschluss. Und bei denen gibt es aber auch keine Kriminalität, bei denen gibt es keine Schusswaffen. Das gibt es alles nicht. Wie machen die denn das? Ohne unser Wissen.
Grenzen. Crazy. Das ist total verrückt. Und da sage ich immer, guck doch mal, wie Menschen, die du als primitiv bezeichnest, der Begriff ist negativ besetzt. Ja, klar. Ja? So. Guck doch mal, ob das wirklich negativ ist und wer dir erzählt, dass das so nicht geht und dass du das und das und das und das alles brauchst. In unserer Welt bekommen wir ständig erklärt, dass das, was wir fühlen, dass das nicht richtig sein kann, weil wenn es so einfach wäre, dann könnte ja jeder. Mhm. Und sie, die immer da kommen, gewählt oder nicht gewählt, gestellt oder gecastet, ganz egal, haben aber eine Lösung, aber es kommt leider nie zu dem Ziel. Wir bleiben wie so eine Versicherungsprämie. Wenn du nicht mehr bezahlen kannst, dann rufen die dich an, sagen Rückstellung. Ja. Dann zahlst du nur noch weniger. Aber die wollen nicht, dass du aussteigst aus der Versicherung. So. Und für mich ist es eben so, ich brauche diese Versicherung nicht. Ich brauche nicht die Versicherung, dass ein Dritter sich darum kümmert, damit ich glücklich werde. Nämlich in dieser Gesellschaft, in dieser kapitalistischen Gesellschaft, hat alles einen Preis. Besonders die Dinge, die du umsonst bekommst. Nein, danke. Zum Beispiel? Alles. Wenn jemand kommt, ich will was für dich tun. Auf der Straße triffst du sie alle. Hallo, ich schreibe für die Organisation. Hier, dann gibt es ein Probeabo. UNICEF und so. Ja, vergiss das alles, okay? Also, das ist alles hergedacht und in einer Gesellschaft, von der ich spreche, ja, mit diesen 3-4-Jährigen, die dann älter werden, aber die dann sagen, gäbe es das nicht, weil es gäbe keine Probleme, die erst so groß werden müssten, dass man an die Masse appellieren müsste, Leute, da müssten wir was tun. Weil das schon am Tisch entschieden wird und zwar in Millisekunden, ohne dass ein Stadtrat zusammentritt und sagt, wir müssen uns um die Ernährung unserer Bevölkerung kümmern. Es gäbe nämlich gar keine unterernährte Bevölkerung. Alle zusammen würden das hinbekommen. Und die Frage ist ja, wenn wir so erzogen worden sind, wenn wir in diese Richtung gedreht worden sind, ja, lässt sich das überhaupt rückgängig machen? Na, aber hallo. Meinst du? Das ist überhaupt kein Problem. Also. Ja, du meinst also jetzt, heutzutage sogar, ja, Menschen, immer erst 30 ja, Jahre ja, alt, ja, angenommen, ist ein totaler Ego-Mensch. Ja. Du meinst, das würde sie ändern? Es ist ganz einfach. Warum? Wenn wir beide, oder wir zu dritt jetzt mal, ja, ja, wir sitzen in einem Flugzeug und fliegen nach Panama oder wo du hin willst, ja? Natürlich. Die Maschine stürzt ab. Schon wieder. Schon wieder. Und wir überleben da jetzt zu dritt auf einer Insel und vielleicht noch 3 andere Kandidaten, die wir jetzt nicht kennen. Also die dritte Klasse überlebt. Okay? So. Wie bei Lost. Genau. Wir sind da, wir müssen hängen da rum. Und jetzt müssen wir, das Bein muss amputiert werden. Einer muss nach Essen. Wir sind da auf keinem dieser Gebiete Experte, weil wir sind ja nur so Electronic Junkies und labern bloß rum. Ja? Schlimm. Sagen wir jetzt einfach mal so. Ja, wir würden aber automatisch uns nach wenigen Stunden zusammensetzen und sagen, okay, eine Aufgabenteilung machen. Sagen wir zu, wie kriegen wir es? Weil wir merken, es ist eine Sondersituation. Und dann würden alle Egos würden weg sein. Du bist vielleicht jemand, der sagt, ich kann morgens nicht, ich brauche erstmal meinen ersten Kaffee und ich brauche dieses Kapuzen, sonst geht's gar nicht. Der andere sagt, hey, sprich mich nicht vor 12 an, ohne Zigarette. Das wäre alles weg. Ja. Auf einmal würde man sich auf die wesentlichen Dinge besinnen und würde feststellen, wie viel von dem, was man immer braucht und ohne dass es nicht geht und das ist nicht verhandelbar, was man nicht braucht, würde auf das Ursprüngliche zurückkommen. Das heißt, all das, was wir eben so haben, sind ja nur aufgespielte Eitelkeiten, die uns allen total schaden. Und man muss von diesen Eitelkeiten, von diesen ganzen Luxusdingern wegkommen. Das ist wie, wir haben eine E-Klasse, die ist komplett ausgestattet, fährt aber nicht, weil immer eine Elektronik spinnt. Ich will aber von A nach B. Und dann nehme ich ein Fahrrad. Ja, da sitzt du nicht so bequem mit Massage, aber wir fahren ja nie los, weil immer was kaputt ist. Aber eigentlich müsste das gehen, ich verstehe es auch nicht. Und ich brauche diese moderne S-Klasse nicht. Weil ich will rausfahren ins Grüne, komme aber eher bis zum Ende des Staus, ist am Ende der Straße und ich will immer ins Grüne. Aber auf der anderen Seite, die ganzen Ego-Menschen sind doch davon beeindruckt. Wir sind alle Ego-Menschen. Oh, da fährt eine S-Klasse. Nein. Der Mensch muss wichtig sein. Das ist ja das Denken von den Menschen, die eine S-Klasse kaufen. Nein, das weiß ich nicht. Meinst du nicht? Nein, das ist ein Pauschalurteil. Ich glaube, dass es Leute gibt, die S-Klasse kaufen, weil sie an der Produktion der S-Klasse dahingehend beteiligt sind, dass sie eine ziemliche Ingenieursleistung in die S-Klasse reinstecken und die S-Klasse hat ja auch ein paar Features, die gut sind. Was ich so ein Nachtsichtgerät, dass man keine Kinder umfährt, ist ja alles super. Nur wenn alle sich S-Klassen kaufen und alle Autos kaufen, dann wird ein Auto nicht mehr mobil, dann überholt sich das Auto. Das ist als Einzelidee gedacht, aber sobald zu viele Leute dasselbe tun, merkt man, irgendwas ist da, geht da nicht mehr so. Und dann muss man von der Idee wegkommen, sagen, das war bis zum Punkt X in Ordnung und jetzt müssen wir ein anderes Konzept finden, weil wir wollen ja eigentlich mobil sein. Wenn ein Mobil nicht mehr dazu führt, dass man mobil ist, weil und wir nur mobil mit Auto sein können, dann muss man die beiden Wörter auseinandernehmen und sagen, was heißt Auto und was heißt mobil? Eigentlich ist es ja dasselbe. Ja? Vielleicht kann man auch mobil sein ohne Auto. Ist das möglich? Kann man ohne Auto mobil sein? Stell diese Frage jemand bei Mercedes-Benz. Die von BMW haben sich die Frage gestellt. Die haben gesagt, okay, wenn sich die Leute bei uns keine Autos mehr kaufen, und zwar, weil sie nicht geparkt bekommen, sie kriegen sie abgestellt, dann, aber sie wollen von A nach B und sind bequem, dann biete ich ihnen eine Art von Mobilität. Ich mache mit Six Budget und den BMW mache ich Drive Now. Kennst du ja auch. Dann mit meinem Handy miete ich den Wagen für 2 Minuten und fahre den. Dann hat BMW das Auto nicht an Einzelpersonen verkauft, aber 100 Leute am Tag fahren das Auto, wenigstens fährt man die Marke. Dass irgendjemand sagt, Jungs, ihr verkauft Mobilität. Es muss nicht jemand das Auto besitzen. Wir müssen uns davon trennen, alles besitzen zu wollen. Ja. Das ist alles nur Leihgaben. Und wenn wir mehr leihen würden, mehr sharen, wie immer du das nennst. Du redest von dieser Share Economy? Ich weiß nicht, was du unter Share Economy verstehst. Ja, das würde ich dich fragen. Ja, was so in den Raum geworfen wird, auch mit Marketingmethoden in den Markt gepresst wird, das ist ja auch wieder eine Art von Verkaufen.
Weißt du, Share kann auch sein, wenn ich sage, Frau, die einen Kinderwagen hat, ob ich hier die Treppe hochtragen kann, das ist auch Share. Ja. Aber das gibt es doch kein Konzept dazu. Wenn das aber einer macht, dann ist es der neue, gibt es im Namen, der trägt immer die Kinderwagen von A nach B und dann nehmen wir nur einen Kinderwagen, den halten wir mal als Kinder, sagen alle, das ist eine Alternative zu dem üblichen, der hier Bugaboo gefahren wird. Ja. Und dann sehen, den kenne ich gar nicht, so könnte man übrigens Werbung machen, dass man immer nur diesen einen mit gestellten Müttern, die alle super aussehen oder so, das weiß ich nicht, ja. So, ich kann zu diesen Begriffen, die ständig benutzt werden, nur so viel sagen, die fallen ja nicht vom Himmel. Das ist alles PR, das wird alles kreiert, in den Markt gepresst und dann wird es zufällig aufgegriffen und plötzlich sagt man, friedenssichernde Maßnahmen. Niemand würde das sagen. Aber alle sagen plötzlich Migrationshintergrund, wo kommt das Wort her? Ja? Alle benutzen das und deswegen, ich weigere mich, diese Wörter zu benutzen, weil die mit Inhalten besetzt sind oder Leute glauben, dass sie, das sind gar nicht meine Inhalte und das heißt, die Leute denken was anderes. Das heißt, deswegen nerve ich dich vielleicht, weil ich ständig die Begriffe hinterfrage. Nein, das ist mein Job. Das ist mein Job. Mein Job ist, Begriffe, die benutzt werden, zu hinterfragen und Know-how, was benutzt wird, zu hinterfragen, ob das mein Know-how ist, ob das meine Meinung ist oder ob ich das angenommen habe, weil ich da auf der sicheren Seite bin, ob ich dann eben ein Opinion-Leader bin oder Blabla-Player. Aber wir driften ab. Ich wollte nur gerne von dir wissen, zum Beispiel, leben ja jetzt quasi in einer repräsentativen Demokratie, wie man das politische System... Was ist das? Ja, genau. Erstens, was ist das? Beziehungsweise vielleicht weniger, was ist das? Sondern womit könnte man das ersetzen? Also gibt's da neue... wahre Demokratie? Es gibt bei der Demokratie ein ziemliches Missverständnis. Erklär's uns. Die Demokratie ist ja für viele Leute eine der leichtesten Staatsformen überhaupt. Alle 4 Jahre gehen sie dahin. Sie wissen, beschäftigen sich vorher nicht so richtig. Da gibt es aber jetzt den Wahl-O-Mat und dann sagt man, was man gut, schlecht findet. Dann, boom, dann kommt raus Joschka Fischer oder wer immer jetzt da gerade am Start ist. Da braucht sich keiner deine Sendung angucken, da braucht sich keiner meine Sendung angucken. Nein. Einfach nur 5 Minuten genau. Vom Wahl-O-Mat. Und übrigens wissen die besser als wir beide Bescheid. Schließlich haben sie studiert, machen das den ganzen Tag. Natürlich. Gut. Und dazwischen interessieren sich die Leute dafür nicht. Das heißt, wenn jemand hier auf der Straße zusammengeschlagen wird, zücken sie ihre Handys und warten auf die Polizei, sind total empört und sagen, also das da, na, sie kommen aber früh. So. Demokratie ist was anderes. Demokratie ist, dass man alle 4 Jahre in unserem System so eine grobe Ausrichtung geben kann. So. Aber dazwischen muss man jeden Tag Demokrat sein. Man muss sich jeden Tag in die Gesellschaft einbringen und sich jeden Tag die Frage stellen, was kann ich ändern? Wie kann ich das ändern? Wo muss ich oder sollte ich mich einmischen, was ich im täglichen Leben so sehe? So, was tun wir aber nicht, sondern für uns ist, wir retten uns auch immer rein, dass wir uns dann Probleme suchen, wo wir sagen, erst wenn ich da Zugriff drauf habe, kümmere ich mich um den Rest. Ich suche mir aber immer Probleme, wo ich genau weiß, ich habe nie Zugriff drauf. Also erst wenn wir raus aus Afghanistan, also mit denen mache ich nichts. Hör zu, vergiss Afghanistan, okay? Nicht, weil du Afghanistan vergessen sollst, sondern was kannst du denn im täglichen Leben tun, was auf dein Leben einen viel größeren Impact hat? Also wenn du zum Beispiel sagst, ich möchte nicht mehr, dass Banken ihr Geld, also mein Geld, was ich hinbringe, in Rüstungsgeschäfte packen und damit irgendwas, dann geh zu einer Bank, die das nicht macht. Aber gäbe es in der Idealwelt, gäbe es da noch Banken? Da gäbe es sicherlich noch Banken, weil das Wort Bank ist ja, wenn man sagt, das ist eine Bank, so eine Parkbank. Ja, Banken stehen ja auch für eine Form von Vertrauen. Es gibt das Buch, hast du vielleicht gelesen, wenn die Zeit da war, nicht nur angelesen hier von unserem Freund Gräber, Schulden die ersten 5000 Jahre. Nein. Okay, es ist ja so, uns erklärt man ja immer, dass es gab dieses ominöse Dorf und da mussten sie alle tauschen, war total unpraktisch. Der eine brauchte neue Schuhe und der andere hatte 2 Hühner und jetzt wollten die nicht, jetzt muss man. Dieses Dorf hat es nie gegeben. Ja, und das heißt, man hat von Anfang an haben in Gemeinschaften Menschen zusammengearbeitet und dann wurde das meinetwegen von Frauen in riesigen Häusern verteilt. Und das, was jemand brauchte, bekam er und jeder hat sich eingebracht. Ja, der eine hat vielleicht Geschichten erzählt, ja, oder der andere hat eben konnte gut jagen, aber nicht, hör zu, das ist das und das wert. Erst dann kam es zum Geld und zum Kreditwesen. Der Mensch hat, Kredit ist ja nichts anderes als ein Vertrauen, dass wenn ich was für dich tue, dass du später auch was für mich tust. Wenn du jetzt daraus Geld machst mit dem Stempel drauf, dann ist es eine Art von Vertrauen, dass ich für diesen Schein was bekomme. Ja, also... Ich habe versucht, seit mehreren Tagen in dieser Stadt diesen Schein zu tauschen, okay? Den hat keiner genommen. Das sind Franken. Das sind Schweizer Franken. Das war mal eine Bank, ja? So, aber es gibt auch gar keinen Bargeld-Counter mehr bei welcher Sparkasse und so. Und das ist eben so, es ist nur bedrucktes Papier. Aber weil ich das nicht kenne, was kann ich das nehmen? Da sage ich, hey, das sind Franken. Das sind Schweizer Franken. Das wissen die Leute schon nicht mehr so richtig. Also, es ist... Wenn ich mir jetzt mein eigenes Papier bedrucken würde, würde es über den Counter, dann kann ja jeder kommen. Wenn ich das wäre und wir kennen uns, dann sagst du, okay, wenn du jetzt mir einen Kaffee ausgibst, leihe ich dir später mein Fahrrad aus. Weil wir uns vielleicht kennen, sagst du, okay, ich vertraue dir. Wenn ich dich am Ende betrügen sollte, dann sitzt du da. Aber du vertraust mir. Und wenn ich diese Gegenleistung und wir uns das regelmäßig machen, dann würde ich das nicht tun, weil beim zweiten Mal sagst du zu mir, Ken, weißt du was, leck mich am Arsch. So, das ist das, was Geld ist, okay? Und diese Art von Vertrauen gab es immer schon, nur war es nicht auf Papier gedruckt. Es ist also absurd zu glauben, wenn das Papier verschwindet, dann verschwindet das Vertrauen. Die Leute werden weiterarbeiten. Sie werden am Lagerfeuer, unser Flugzeug, genauso arbeiten. Also ich soll für dich jagen gehen, was kriege ich denn dafür? Ich baue so lange das Zelt aus, was ist, wenn du das gar nicht machst? Ja. Wenn du das gar nicht machst, dann jage ich, du isst, dann baust du das Zelt gar nicht auf. Wie sieht's aus? Dann mache ich das morgen. Ja, morgen machst du was ganz anderes, weil du immer ausschlafen willst.
irgendwo musst du anfangen. Und ich glaube, dass die Menschen sich sehr schnell auf die intuitiven Dinge beschränken würden und feststellen würden, dass das eigentlich auch sehr geil ist. Es gibt doch diese lustigen Experimente, wo man irgendwelche Top-Manager, die gewohnt sind, dass alles für sie geschieht, dann in den Wald führt, essen sie Würmer, jagen, machen sonst irgendwas. Warum denn? Weil sie so weit weggekommen sind von echtem Leben, dass das total spooky, dann bauen wir alle ein Baumhaus und Typen, die ein bisschen schmerbräuchig sind, mit $500-Hemden bauen und sagen, es war so geil, hey, das machen deine Kinder den ganzen Tag. Weißt du, okay, was ich sagen will? Ja. Bleiben wir also dabei, Banken gäbe es wahrscheinlich, aber in anderer Form. Ich hab immer nicht verstanden, wie das demokratische System aussehen würde. Also das heißt, bei dir würde es immer noch so sein, dass man alle 4 Jahre wählt. Also was hältst du davon? Wenn man wählt jeden Tag. Ich wähle jeden Tag. Ja, aber warum ändert man dann nicht das System dahin, dass man wirklich quasi jeden Tag die Wahl hätte? Wir haben jeden Tag die Wahl. Ich wähle jeden Tag im Supermarkt, indem ich in den richtigen Supermarkt gehe, in die richtigen Sachen. Ich bin mit dem Fahrrad hier, nicht mit dem Auto. Ich habe nichts gegen Autos. Ich sammle Autos, ich will Autos toll. Aber ein Auto ist doch ein Spielzeug heute. Ich fahre bewusst Auto als Genussmittel oder ich sage dazu, ich muss heute ein Team transportieren. Da muss ich mit dem VW-Bus nach Bonn fahren und den mache ich aber dann voll mit der Mitfahrzentrale, ja, damit alle fahren können. Ja. Okay, so. Und dann dürfen wir uns auch mal fahrermäßig abwechseln und da führe ich tolle Gespräche. Sharing is caring. Das mache ich zum Beispiel und dann zahlt alle ein bisschen Benzin. Das ist alles super, ja, so. Und das, was ich da spare, kann ich dann wieder in einen neuen Auftrag stecken. So haben alle was davon. Also, so mache ich das. So. Ich will ja das System nicht abschaffen. Es ist ja, nein. Ich bin nicht gegen das System. Das System ist gegen mich. Weil ich dem System sage, also sind wir in einem kapitalistischen System oder sind wir in einem kommunistischen System? Muss man sich befragen, was das ist. Also die meisten sagen, hallo, kapitalistisch. Okay, wenn wir in einem kapitalistischen System sind, das ist etwas, was sich nicht funktioniert, das sich nicht rechnet, das ist vom Markt verschwindet. Mhm. Warum haben wir dann die systemrelevanten Banken gerechnet? Die haben sich offensichtlich verrechnet, das hat sich offensichtlich nicht gerechnet und da habe ich das Geld des Staates, habe es den Banken geschenkt. Das ist Kommunismus. Kommunismus ist, dass man das Geld von allen nimmt und dann jemandem gibt. Das ist Planwirtschaft. Und nachdem die Banken gerettet wurden, geht das Ganze jetzt wieder zurück. Da bin ich dagegen. Also entscheidet euch. Und ihr sagt, der Kapitalismus hat gewonnen, weil der Kommunismus verloren hat. Und dann nehmt ihr den Daumen. Was ist da los? Das ist wie, ihr lebt drogenfrei mit ein bisschen Heroin. Was ist das? Aber und das ist Fake. Und dagegen habe ich was. Weißt du, das ist ein Special Effect und den habe ich nicht gebucht. Okay? Und am Ende sagt jemand zu mir, das war aber gar kein Special Effect. Ich bin doch nicht blöd. Wie wäre das in einer Traumwelt? Gäbe es da quasi so ein kapitalistisches System oder wäre das kommunistisch? Wie sähe das aus? Die Frage ist ja, was Kapitalismus überhaupt ist. Und das, was wir heute haben, ist ja auch kein wirklicher Kapitalismus. Wenn man den Kapitalismus, wie wir ihn heute aber als Kapitalismus verkaufen, als Turbokapitalismus machen, dann ja, funktioniert das nicht mehr. Weil alles, was wir erzeugen, alles, was wir verbrauchen, alles, was wir tun, dafür musst du einen Preis bezahlen. Okay? Einen Preis musst du bezahlen. Und wenn, das sind wir wieder bei dem Autoexperiment, wenn zu viele Leute so tun, als gäbe es eine zweite Welt im Kofferraum, dann wird die Welt irgendwann zu klein. Das war vielleicht möglich, als wir nur 2 Milliarden Menschen waren. Wenn wir aber bald 8 sein werden und alle machen, dann kann die Natur das, was wir kaputt machen, nicht so schnell wieder ersetzen. Und das ist das Problem, was wir im Moment haben. Das haben wir doch schon immer so gemacht. Nein, das haben wir erst in den letzten 150 Jahren so gemacht, seit die Industriegesellschaft anfängt, Dinge zu machen. Und nicht immer schon. Für dich ist das Wahnsinn, war das schon immer so. Aber frag mal die Römer, die haben das so nicht gemacht. Also das Aufgeben von Nachhaltigkeit, das ist eine relativ moderne Methode. Die Wegwerfgesellschaft, weil die Produkte zu lange halten. Die Produkte sind maschinell gefertigt, wir sollten eigentlich mehr Zeit haben, wir arbeiten aber viel mehr, also viel mehr wie im Mittelalter. Und dann gehen die Dinge nicht kaputt. Also müssen wir sagen, der Schuh ist zwar noch heil, aber der sieht uncool aus, dann musst du den tauschen und den schmeiß ich einfach weg. Klar. So. Weg. Wir drehen dieses Rad immer an und wir machen damit das, worum es uns geht, kaputt. Nämlich, ich kaufe mir doch nicht neue Schuhe und neues Auto, um die neuen Schuhe und das neue Auto zu besitzen, sondern um damit ein angenehmeres Leben zu haben. Wenn das angenehme Leben aber auf einem Planeten stattfindet, der zunehmend zur Wüste wird, alles geht kaputt, ich kann das Wasser nicht mehr trinken, dann mache ich da irgendwas falsch. So, und deswegen, ich brauche nicht alle 4 Wochen neue Schuhe, ich brauche nicht alle 3 Tage, ich brauche nicht jedes Jahr 5 Fernreisen. Vielleicht ist es hier in Deutschland auch schön. Dann brauche ich das alles eben nicht. So, und das ist das, was ich sagen möchte. Wir müssen wieder ein bisschen zurückkommen, wir müssen ein wenig bescheidener werden und uns die Frage stellen, brauchen wir das alles wirklich? Wenn nämlich die anderen das auch alle machen wollen, das wollen ja immer mehr Leute machen, dann wird es langsam knapp und dann kommt es zu diesen Grabenkämpfen, dann kommt es zu den Zerfleischungskämpfen und unsere Aufgabe sollte eher da in der Richtung sein, dass wir den Chinesen, ja, ich sage jetzt mal die Chinesen, ja, die 1,7 Milliarden Chinesen meinetwegen, dass ich sage, wir haben früher auch so gedacht und das, was wir heute an Umweltproblemen haben, haben wir im Westen ganz dicke gemacht, zu ganz ehrlich, aber wir können euch davon abraten, dass ihr euch auch alle Rolls-Royce kauft. Dann werden die sagen, na super, jetzt wo ihr alle welche hattet, wollt ihr aufhören damit. Dann sollten wir vielleicht sagen, gut, ich zeige euch, dass es mal auch ohne Autos geht. Das wär, so. Und das ist das, was ich sage. Vorbildlich. Also nein, weißt du, für mich ist nicht. Die Frage ist immer, was bedeutet auf etwas verzichten? Auf etwas verzichten bedeutet nicht, sich von etwas zu trennen, was man doppelt hat.
was man also dann noch besitzt. Auf etwas verzichten bedeutet, etwas abzugeben an jemand anders, was man aber selber gerne behalten hätte, dass man das dann nicht mehr hat, was aber gar kein Schaden sein, sondern man hätte es gerne, aber jetzt ist der andere mal dran. Und ich glaube, dass wir lernen müssen, anders wieder zu teilen. Und wir haben ein sehr egoistisches Teilen. Unsere ganze Entwicklungshilfe ist ein egoistisches Teilen. Wir bauen denen neue Flugplätze, um die im größeren Stil ausbeuten zu können. Das ist kein selbstloses Teilen. Das ist auch nicht christlich. Ich bin jetzt kein Typ, der sagt, ich bekenne mich irgendeiner Religion, weil allein, wenn man sagt, bist du religiös, welche Religion, zeigt ja, dass es wohl offensichtlich mehrere Götter geben muss. Das ist ein Widerspruch in sich. Es gibt entweder nur einen Gott oder mehrere oder was ist los. Ich kann das sind alles Machtstrukturen. Okay? Aber im Kern sind alle Religionen nur basieren darauf, dass Menschen sich mit grundsätzlichen Dingen auseinandergesetzt haben. Nämlich, was soll das? Für wen mache ich das? Was ist das? Was, ist es in Ordnung, wie die Axt im Walde zu leben? Oder gibt es irgendeine soziale Komponente, um friedlich zusammenzuleben? Und wir schlagen uns immer darum, hier steht Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und aber da habt ihr in Sure so und so. Verschon mich doch damit. Mach doch diejenigen, die das aufgeschrieben haben, nicht zu Vollidioten. Sonst hätte doch diese Werke nicht so lange überlebt. Wenn das alles so blöd ist, dann tu es weg. Dann sag ich lese nur noch das Handbuch von Apple. Das ist moderner. So, verschon mich damit. Und ich glaube einfach, dass Menschen auf der ganzen Welt, auch die neue Generation, zu ihren Eltern sagt, schön, Dank, aber das, was du mir alles schenken möchtest, das möchte ich gar nicht haben, weil das nämlich einen Preis hat und den Preis möchte ich nicht bezahlen. Ich möchte mich nicht in ein System integrieren lassen, in dem du mir vorlebst, dass du überhaupt nicht glücklich bist. Das merken doch Kinder. Und unsere Kinder merken, dass ihre Eltern zwar alles haben, aber nicht sind. Da sind wir bei Sein und Haben, ja? Und da sage ich, kann ich da von meinen Kindern was lernen? Wir waren alle als Kinder der 80er auf dem Trip, dass das Geilste ist, sich ein BMW zu kaufen mit Cabrio und X. Und, so. Und irgendwann, und da fahren wir alle dann an, was ich, Koma See oder so, ja? Und irgendwann merkst du vielleicht, dass vielleicht auf der Seenplatte hier um die Ecke auch super ist und dass man da vielleicht mit dem Fahrrad hinfahren kann. So. Da bin ich geboren. Also, und deswegen überlege ich mir, ich bin daran gewöhnt und es ist wahnsinnig schwierig, von Dingen sich zu verabschieden, die man immer schon so gemacht hat. Aber Flugzeugexperiment, man kann Dinge plötzlich ändern, wenn man das muss. Und braucht man immer einen Schicksalsschlag dazu oder eine, jetzt geht's nicht mehr weiter? Oder kann man einfach mal das tun, was man immer behauptet, was die Menschen sind, dass sie die Zukunft planen können? Sagen, bevor wir an die Wand fahren, bremsen wir. Nicht erst danach und sagen, wer hat überlebt? Okay, jetzt habe ich eine tolle Operationsmethode. Aber ich meine, das ist ein bisschen unrealistisch, oder? Ich meine, wir kennen ja auch aus der Geschichte, es muss anscheinend alles erstmal ein bisschen schlimmer werden, bevor dann wirklich mal eine Veränderung anstehen kann. Ich glaube, das hat mit Informationspolitik zu tun. Meinst du? Ja. Wenn Menschen bereit sind, Dinge zu tun, die sie eigentlich so nicht möchten, viele haben ja Jobs und keinen Beruf, der von Berufung kommt, dann, weil sie keine Alternative kennen, weil die Medien, die Politiker, wie sie auch alle heißen, ihnen von Alternativlosigkeit quatschen. Ja. Wenn sie Alternativen wüssten, wenn es die gäbe, wenn sie an sie herantreten würden, und jemand arbeitet 8 Stunden bei Daimler, hat nicht die Zeit. Ja. Dann würde ich sagen, ich probiere das mal aus. Also ist eine ganz wesentliche Komponente von denen, die von oben herunter herrschen, das ist ja keine Augenhöhe-Demokratie, die sagen, ja, das würde ich auch gerne, aber leider geht das alles nicht. Das Internet hat dafür gesorgt, dass es zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit möglich ist, dass alles auch am Staat, an etablierten Medien vorbei durchsickern kann. Du bist doch das beste Beispiel. Du hast doch dir keinen Auftrag geholt vom WDR oder so. Der gesagt, jetzt dürfen sie, ich habe ihnen so einen Stempel. So, wenn jetzt aber der WDR merkt, dass du mit deinem Zeug erfolgreich bist, schwenkt er dort ein und macht das auch. Dann wird er wahrscheinlich auch mit lustigen GoPros und so drehen. Weil das geht am Markt. Das heißt, dem WDR geht es nicht darum, was du machst, sondern er merkt plötzlich, das sind Marktanteile, mache ich auch. Das ist doch alles Neo, das ist doch alles unnützes Wissen. Nein. Du scherst dich nicht drum, da sind wir bei scherst du dich nicht drum, du kümmerst dich nicht drum, du machst es und probierst es aus. Und ich glaube, seit der Staat und der hinter dem Staat steht, der die Politiker gecastet hat, seit der sein Informationsmonopol verloren hat, bricht das alles durch. Das ist das, was Marshall McLuhan in den 40er, 50er, 60er Jahren geschrieben hat. Das ist eine Kriegserklärung. Aber in diesem Fall ist es eine positive Kriegserklärung. Es ist etwas Befreiendes. Von uns, oder was? Das ist eine befreiende Geschichte. Das ist wie eine Revolution, die in der ehemaligen DDR dahingehend ja schon stattgefunden hat, schließt euch an eine friedliche Revolution, aber eine globale friedliche Revolution, weil ich glaube, die Menschen überall und in allen Klassen haben es satt. Es ist doch in Staaten auch so, dass die superreichen Familien Kinder haben und die aber Firmen gründen, die sagen, Papi, ich habe ein riesen Imperium, ich könnte jetzt eine Ferrari-Sammlung übernehmen, das will ich überhaupt nicht. Ich will es überhaupt gar nicht. Ich will einen haben. Ich will auch nicht einen haben. Ich möchte netzwerken. Ich möchte mich selber einbringen. Ich will diese. Das war alles super, Papi, aber ich möchte das nicht. Ich kenne doch hier, die Kids von Johnson & Johnson sind die größten Independent-Filmer in den Vereinigten Staaten und machen Filme, die nicht gegen das System ihrer Eltern sind, sondern Alternativen zu dem System zeigen, was die Eltern ja auch damals sagten, das ist das Beste. Das hat sich ein bisschen überholt. Das ist nicht das Beste. Ich meine, wenn wir die Möglichkeit haben, einen Verbrennungsmotor zu ersetzen durch einen Elektromotor, dann würde doch nicht sagen, das ist aber ganz schön respektlos gegen den
Otto, der den erfunden hat. Wie bist du darauf? Ist das aber doch, hallo. Das ist doch nicht gegen Otto. Das war alles zu seiner Zeit in Ordnung, aber Krieg wird an der Zapfsäule entschieden. Das will ich nicht mehr. Kann ich mit Windkrafträdern, kann ich mit Solarenergie Strom erzeugen und dann habe ich trotzdem eine Elektromobilität. Das ist doch positiv. Nicht sagen, aha, wenn es so einfach wäre. Ja. Da muss aber erst hier die Jungs von Tesla kommen, die dann sagt Mercedes, das ist eine super Idee. Ja, toll. Weil die alle unter einer Decke stecken. So. Und das ist ja auch alles super, dass die unter einer Decke stecken, aber das Klima wird wärmer und ich brauche keine Decke. Ich hätte noch einen letzten Punkt jetzt. Ich meine, wir können ja nicht so lange machen. Wieso nicht? Ja, du, Respekt vor den Zuschauern. Die haben halt hast doch keinen Respekt vor den Zuschauern. Nein, aber die Aufmerksamkeitsspanne, kennst du doch. Nee, aber mich würde noch interessieren. Da würde ich kurz reingrätschen. Los. Also. Aufmerksamkeitsspanne. Wir wissen ja bei Google Analytics, das können wir genau sehen, bei YouTube Analytics, bei mir ist es so, wie lange die dranbleiben. Genau. Und seit ich keine Bands mehr auftreten lasse, also Smalltalk, Kultur und sowas mache, kann ich 90 Minuten... Du hattest mal eine Radioshow oder sowas. Ne? Sowas ähnliches, Schnee von gestern. Das habe ich ja dann später auch im Netz gemacht als Cam FM, aber da sind dann Bands aufgetreten. Ah. Ja, so. Und als ich das, da habe ich gemerkt, immer wenn die Band spielt, geht es raus. Das funktioniert im Netz nicht, was im Radio gut funktioniert als live. Die Leute wollen einen Talk, der gut. Und ich möchte an dieser Stelle Folgendes formulieren. Wenn du bei YouTube das Analytics siehst, sind die Leute immer noch mit über 50% dabei. Ja. Warum? Weil sie das für interessanter halten, wenn wir uns kloppen. Als wenn er sagt, und hier kommt ein Nuttermann, ein netter Mann, der spielt ein bisschen Musik. Das brauchen die Leute an dieser Stelle nicht. Das machen alle so in Joghurtwerbung. Wir sind nicht im Netz, um Joghurtwerbung zu verkaufen. Leute, die sich das Netz aussuchen, bewusst, wollen ans Destillat. Das ist ja genau das. Wenn du aber im Fernsehen 1,30 Textlänge machst, dann musst irgendwas, weil das Fernsehen bringt ja keine Information. Das Fernsehen bedeutet Abschalten Behaltung, durch Anschalten. Ja, und das stört das, was wir hier tun. Talk funktioniert im Fernsehen noch bedingt. Im Internet kommt der Kluge, der sagt, wir greifen die Leute ab, die überhaupt gar kein Fernsehen mehr gucken. Verstehst du das? Wie wenn ich sage, ich habe dieses Buch, wollte ich eigentlich kaufen, ist ein Top-Auto, aber ich habe es dann doch nicht genommen, es ist zu interessant. Kannst du bitte es ist zu dick. Kannst du der Band Bescheid sagen, dass sie doch nicht auftritt? Rammstein! Weg! Ja, nein, aber du verstehst, gut, was ich sagen klar. will. So. Und das ist das, ich habe mich damit ja auch dann eben, das und das muss man machen, damit die Leute dranbleiben. Ich weiß nicht, wie die Leute sind, ich kenne nicht die Leute, nur ich schaue, dass Menschen sehr flexibel sind. Ich habe auch keine Zielgruppe und ich habe auch keinen Markt, in den ich investiere und ich habe auch keine User, ja, sondern es sind einfach Individuen, Einzelmenschen und dann gucke ich, was passiert. Und ich bin erstaunt, positiv erstaunt, dass Menschen bei intensiven Gesprächen mit auch nicht prominenten, aber sehr interessanten, intelligenten Gesprächen dann dranbleiben, sagen, wow, ist interessant. Und da dachte ich, wow, das geht jetzt, aber das Gespräch geht zum Thema, was ich, Außenwirtschaftshandels, Dingenskirchen, ja, oder Rüstungspolitik im Middle East. Ja. Das geht jetzt schon 90 Minuten und es geht jetzt nochmal 90 Minuten. Und da hat nicht jetzt 50 Leute, ist das langweilig, sondern dann habe ich es in drei Teile gesplittet. Da kam nach dem zweiten Teil direkt, wo ist der dritte Teil? Das ist geil, ist das. Das ist gut. Ich meinte eher, dass es in der Regel haben wir sonst immer nur 10 Minuten, darum, wir haben ja schon eine halbe Stunde. Aber es soll egal sein. Pass auf. Hast du keine Zeit? Nee, ich habe Zeit. Du kannst in der Pause jederzeit, also kannst du beim Netz auf Pause drücken, kannst zum Kühlschrank gehen, wenn das unbedingt sein muss, oder joggen und dann kannst du weitergucken. Oder der redet zu schnell, kommt oft, der redet zu schnell. Du redest zu schnell. Du kannst anhalten und kannst es nochmal gucken. Langsamer. Bis du es verstanden hast. Langsamer. Und dann gehen wir nach Italien, hör dir mal den italienischen Sportmoderator an. Oder einer, du bist ein totaler Rap-Freund, hör mal den Rapper an, ja. Ob die vielleicht langsam sind. Eminem ist nicht langsam, da kann man viel langsamer zum Beispiel das auch sagen. Das findest du aber gar nicht gut. Kannst du noch schneller reden? Musst du so langsam denken. Gut. Wir nennen das Dynamik. Ja. Mich würde interessieren, um jetzt mal wieder auf diese Traumwelt zu kommen. Du mit deiner Traumwelt. Ja, aber ich möchte träumen. Erklär mir mal, würde es in deiner Welt Nationalstaaten geben? Würde es da Grenzen geben? Würde es da immer noch Deutschland, Frankreich und so weiter geben? Oder wäre das quasi, würden wir das auflösen oder sollte man das auflösen? Es gibt zwei Schlüsseltechnologien, mit denen man sich intensiv beschäftigen sollte, um sehr viele Dinge zu verstehen. Das eine ist die Kommunikationstechnologie, also wie Menschen in der Masse etwas erfahren, weil wir beide wissen nicht, ob Nordkorea überhaupt existiert. Wir haben davon aus den Nachrichten gehört, wir müssen das glauben. Erst drüber sagen, es gibt es tatsächlich. Das stand im genau. Buch und wenn es im Buch steht, muss es ja ein Fakt sein. Das ist die eine Geschichte, also wie Nachrichten entstehen, wie ein Medium hat eine Eigensprache, ja. Und die Großaufnahme im Kino, das ist eine Eigensprache, ja, die immer Dinge weglässt und verstärkt und dafür aber die Realität anders abbildet, die neu zusammensetzt. Und das andere ist die Soziologie. Und in der Soziologie lernen wir, wie Menschen sich in der Gruppe gebärden. Wir sind alle keine Einzelwesen, dahingehend, dass wir nur in der Gruppe überleben können. Keiner von allein wird das durch. Also deswegen haben sich die Menschen ja zusammengetan oder waren immer schon zusammen und haben Aufgaben verteilt. Und die Frage ist ja immer, Nationalstaaten. Platon hat sich, sagt dir vielleicht was, kein DJ, nein. Der hat sich schon die Frage gestellt, ab wann in einer Stadt eine Verslammung eintritt. Und die Antwort war, wenn eine Stadt so groß geworden ist, dass
es einem jedem Bürger der Stadt nicht mehr möglich ist, in seiner gesamten Lebenszeit, die Leute sind damals nicht so alt geworden, da muss man dazu sagen, jeden Stadtbewohner kennenzulernen. Dann tritt Verslammung ein. Das bedeutet, es gab immer schon Menschen, die sich im Kollektiv gelebt haben. Das kleinste Kollektiv, was wir so kennen, ist eine kleine Stammesgesellschaft. Ich sage immer, so viele Leute, die um ein Lagerfeuer rumpassen. Nehmen wir mal an, sind 16 Leute. So. Und da kann man ein Vertrauens- und Freundschaftsverhältnis aufbauen. Das ist auch eine Form von Nationalstaat. Ein Stamm, ein Volk. Ja. Das heißt, das wird es immer geben, denn ob du das jetzt, ab wann, wenn du vor 150 Jahren war, was war dann Deutschland? Sachsen und Preußen? Dann wurden Nationalstaaten erfunden. So. Ich glaube, dass wenn du den Menschen die Übersichtlichkeit komplett nimmst, indem du ihnen sagst, wir sind jetzt alle Europäer und die machen das ja alle, dann können sich die Leute nicht mehr damit ihre Heimat identifizieren, weil sie haben ja ihre Wurzeln, ihre Roots. Und Roots bedeutet, du bist nur in einem bestimmten Raum flexibel, du kannst auch nicht jede Pflanze in jeder Region anpflanzen, wegen der Globalisierung. Nimm doch mal einen Kaktus und pflanz den irgendwo in Norwegen an, das geht nicht. Dann würde ich sagen, na, das ist aber undemokratisch. Verstehst du? Und es gibt Menschen, die wollen in ihrer Region bleiben, aber ich glaube, die Grenzen müssen, und das tun sie ja bereits, in den Köpfen verschwinden. Die Grenzen sind ja schon weg. Was nützt denn die Grenzkontrolle? Ich mache per Tastendruck, ist meine Idee in einem Staat, wo aber jemand sagen würde, hier kommst du nicht rein, ich bin schon da. Und wenn ich innen durch die Grenze durch bin, bin ich im Kopf der User, also im Kopf der Bürger. Ja. Und da brauche ich nicht einzufliegen. Das heißt, die Grenzen verschwinden ja durch die Digitalisierung. Und das ist ja so. Die Frage ist also absurd zu stellen, glaubst du, das ist noch national? Das löst sich auf im Moment. Es gibt keine Geheimnisse mehr und Nationalstaaten sind auch ein Teil, um sich abzuschotten. Ein Teil von Kolonialismus. Das gibt es alles. Es verschwindet alles. So, versteht, ein Geheimnis funktioniert nur, wenn es ganz wenige wissen. Wenn es alle wissen, ist kein Geheimnis mehr. Aber ich meine, wenn die Nationen verschwinden, warum wird dann die Welt immer nationalistischer? Also, tolle Fragen stellst du mir. Die Menschen drängen zurück zum Nationalstaat, wenn sie das Gefühl haben, in einem Chaos zu enden. Wir wollten ja Europa, das war ja das vorgegebene Ziel, durch die Einführung des Euro sollen die Völker zusammenwachsen, damit es nie wieder Kriege geben wird und so. Das klappt ja auch ganz gut. Solidarität, Freunde. Genau, und es gibt ja auch, Erbfeindschaften gibt es ja nicht mehr mit den Franzosen, wir mögen die inzwischen jedenfalls so halb und so weiter. Also, wenn du dir heute die Zeitung anliest, wie wir über die und die über uns schreiben, da wird Angela Merkel mit Hitlerbart in Griechenland auf Plakaten zu sehen und wir sagen, die Griechen sind faul, die Spanier machen auch nichts. Das entzweit uns so, also. So behandelt man Freunde anscheinend. Also eben nicht. Das heißt, das entzweit uns. Und jetzt kommt, wenn der Euro weg ist, dann ist alles kaputt, dann scheitert Europa. Nein. Wir bringen Europa immer dann zum Scheitern, nicht nur beim Euro, wenn wir Menschen gegen ihren Willen zu etwas zwingen, wovon sie nicht überzeugt sind, weil ihre intuitiv sagt, irgendwas läuft hier falsch. Ich habe nichts gegen gemeinsames Geld, das ist total praktisch. Wenn man aber damit Schindluder getrieben wird, Völker ausgeraubt werden, weil die Hilfsgelder landen ja nicht in Griechenland, sondern bei irgendwelchen systemrelevanten Banken im Ausland, dann sage ich, Entschuldigung, ihr produziert hier eine Form von Krieg. Und ich glaube, das Internet kann uns helfen, dass wir uns nicht mehr auseinanderdividieren lassen. Der Nationalstaat, wenn Leute da hineinflüchten, ist ja nur, verspricht mir, da bin ich sicher. Das gibt es ja heute nicht mehr. Du bist nirgends mehr sicher. Verstehst du, wir sind hier, ich meine, eine Drohne fliegt von A nach B in 5 Minuten. Da gibt es keine Grenze mehr. Also es ist völlig unerheblich. Und deswegen, der Nationalstaat schützt dich mehr. Aber du musst auch keine Angst vor dem anderen haben. Wenn du erkennst, dass du eine Solidargemeinschaft bist, ich bin auch Grieche, weil ich bin ja Demokrat, die haben das erfunden. Ich bin auch Italiener, weil ich höre italienische Musik. Ich bin auch Spanier, weil ich mag spanisches Essen und ich mag Spanier oder was. So. Und deswegen, was bist du denn? Es gibt nur zwei Gruppen. Die große Gruppe, die nichts gehört und die beherrscht werden, und die kleine Gruppe, die nahezu alles gehört, und die anderen mit verschiedenen Untergruppen auseinanderdividieren. Und ich habe da mich mit Leuten intensiv auseinandergesetzt. Es gibt dafür diese vielen Gruppen, damit die sich alles zersplitten und nicht zusammentun, viele Namen. BMW, Hamas, ADAC, Kiez, Prenzlberg, keine Fleischesser, Marlboro-Dinger, Surfer, Wege, das ist alles dasselbe. Ja. Die funktionieren wie ein Brand, wie eine Marke. Und eine Marke funktioniert ja nur, wenn mehrere Leute diese Marke haben und vor allem, wenn nicht alle diese Marke haben. Also wenn du meinetwegen, was hast du hier für eine Marke? Nike, super. So, du hast Nike und jemand hat das auch Nike. Dann ist es deswegen cool, weil wir die ganze super Special Edition haben. Und wir beide wissen schon Code, alles klar, im richtigen Trip. Wenn alle Nike haben, bringt's das. Dann suchen wir uns eine andere Marke. Klar. Okay? So, wenn aber du der Einzige wärst mit Nike, dann kannst du damit nicht mehr angeben. Es hat ja eine Sozial, ist ein Code. Ja. Okay? Und es gibt einen großen gemeinsamen Code, nämlich das Humanistische, das wir miteinander teilen und dass wir auf diesem Planeten, so viele Menschen wir sind, sagen, müssen wir uns immer die Schädel einschlagen? Nein. Und wer möchte das? Wer sagt immer, hör zu, wenn du da jetzt nicht, dann wirst du übervorteilt. Und da sind wir wieder bei der Soziologie. Menschen sind, das ist ja das friedlichste Experiment, sind von Haus aus friedlich. Und Nationalstaaten ist so ein bisschen, und hier ist eine Grenze. Und Grenzen sind dafür da, um zu sagen, wenn du die überschreitest, dann passiert aber was. Verstehst du? Und zwar erstmal verwarne ich dich und dann mache ich so.
Und wenn es das nicht mehr gäbe, weil es diese Grenzen nicht mehr gäbe, und dann bräuchte ich auch diese Knarren eben nicht, weil ich sage, wir reden natürlich miteinander. Weil die Grenze beginnt in dem Moment, wo du in meine Bude kommst und sonst irgendwas teilweise nicht will. Das ist eine natürliche Grenze. Die gibt's auch. Oder du kennst ihn im Fahrstuhl. Wenn er natürlich nicht aufrückt, das würdest du dir ohne Fahrstuhl nicht gefallen lassen. Ja? Ja. Da würdest du sagen, Entschuldigung, ist irgendwas? Wenn ich dich im Konzert oder im Fußball ganz nicht dran, will der Stress. Okay? Ja. Wenn aber im Fahrstuhl das passiert, dann werden die Leute ruhiger, ein bisschen leiser und so. Da wird diese natürliche Grenze durchstoßen. Und das ist ein Atmungsprozess, der da stattfindet. Und deswegen, um auf die Frage, ich mache immer komplizierte Antworten, aber das erfordert es. Ich höre ja zu. Der Nationalstaat, verstehst du? Was wir im Moment haben, eine Tendenz, dass Leute, ist eine Zwangsflucht, weil die Leute Angst haben. Und das muss uns hellhörig machen, weil der Nationalstaat ist dann immer so, dass man sich abschottet und dann in wir und die denkt. Und die wollen uns das wegnehmen, die übervorteilen uns, da müssen wir uns wehren mit allen Mitteln. Dabei sind wir alle wir. Genau, und das ist das, was ich sage. Ich frage mich, okay, was läuft in Europa irgendwie schief? Seit wann läuft was wie schief? Und was könnten die Ursachen sein? Und wie kann ich das anders lösen als durch kriegerische Mittel? Und ich glaube einfach, dass Menschen zu erschießen, ihnen Bomben auf den Kopf zu werfen oder mit irgendwelchen anderen verkappten gewalttätigen Tools wie die Geldhähne zudrehen, Energie zudrehen, Sozialkassen runterfahren, den ganzen Quatsch. Es muss auch anders gehen, indem wir einfach vernünftig miteinander reden. Und zwar mit einem gesunden Menschenverstand. Und wenn wir nicht wissen, wie das geht, sollen wir uns auf diese 2-3-Jährigen beim Spaghetti essen, die nämlich wortlos sagen, ich habe alles, du hast nichts, ist doch logisch, dass wir teilen. Wir können es auch anders machen und irgendwann wirst du mich angreifen. Ich kann das auch gar nicht genießen, weil gleich kommst du mit der Gabel und schlägst mich. Es hat keinen Wert. Und mir ist übrigens danach schlecht, weil ich alles essen muss. Das ist doch Quatsch. Wir sollen damit aufhören. Wir sagen, da ist wohl ein kleiner Fehler passiert, sowas passiert. Das passiert in der Natur. Der eine kann nicht richtig laufen, dafür kann er gut reden und der andere. Und dann versuchen wir durch soziale Systeme, weil wir soziale Wesen sind, das auszugleichen. Und irgendjemand kommt und sagt, hör zu, wenn der nicht laufen kann, also nicht zur Jagd gehen kann und dafür kann er nur Geschichten erzählen, dann kannst du das ausspielen, weil du kannst länger mit dem Geschichten erzählen aufhören, wie der nicht zur Jagd gehen kann, weil dann verhungert er. Daraus könntest du was machen, da steckt Potenzial drin. So. Und das ist genau das, um was zu tun, dann kannst du über den herrschen. Ich will nicht über jemanden herrschen, da ist auch das Wort über drin. Ja. Ich will das nicht. Ich glaube, dass wir auf Augenhöhe miteinander kommunizieren müssen. Ich habe übrigens nichts gegen Elite. Aber du willst Hierarchien abschaffen oder Hierarchien verpflanzen. Es gibt Hierarchien. Es gibt Hierarchien zwischen Eltern und Kindern. Aber das sind Hierarchien, die sich aufheben und dann sinken die Eltern aber nicht auf einen Stand, wie bei uns, dass sie in den Altenheimen entsorgt werden, weil dann stören die nur noch. Das Investment wird abgestoßen. Nein. Das ist doch alles das. Wohin führt uns das? Geh doch mal in ein Altenheim und sag, wow, sie haben dieses Land mit aufgebaut und jetzt kennt man sie. Ja, die Eltern haben keine Zeit. Aber ich habe zum 80. ein iPad bekommen. So, aber man besucht mich nicht mehr. Das ist doch alles die falsche Richtung. Und natürlich ist das bequemer, weil wir alle flexibel sind. Wir müssen dafür aber einen Preis bezahlen. Und wir müssen uns die Frage stellen, ob das, was wir dafür bezahlen, und das, was wir dafür kriegen, ob das sich langsam ad absurdum führt, weil es zu viele Leute tun. Es hat immer mit Masse zu tun. Wenn alle eine Atombombe haben, dann braucht man keine mehr. Ich will auch eine haben. Ja, gut. Atombomben sind nur dann witzig, ja? Klammer, wenn einer eine hat und sagt, wenn ihr nicht, dann hab ich. Sobald ein zweiter eine hat, der auch dich trifft, dann weißt du aber schon bei der zweiten, dass deine eigentlich nichts mehr wert ist, weil du stirbst als zweiter 6 Minuten später. Ad absurdum. Und deswegen brauchen wir in einer heutigen Zeit Atomwaffen. Ich habe da neulich mit einem Menschen gesprochen, der hat es mir nochmal bestätigt. Der Charme der Atombombe liegt darin, dass man sie nicht einsetzt. Dann brauche ich sie auch nicht. Ich brauche die ganze Industrie auch darum nicht. Und um auf den wesentlichen Kern von dem zu kommen, wo du ja drumherum fragst, ja? Wir, die wir schon über 30 sind, bist du doch auch schon, oder? Nein. Gut, aber bald. Wir müssen auch nicht. Gut, aber vielleicht wirst du 30. So. Wir müssen uns die Frage stellen, ob wir eine Welt, die vor uns kreiert wurde und die irgendwie nie schwierig, immer schwieriger wird, die immer gefährlicher wird, wo man uns immer mehr Terror und sonst was und alles ganz furchtbar und bringt deine Schäfchen ins Trockene, ob wir glauben, dass wir damit 80 werden ohne Krieg. Das glaube ich nicht. Und ich will das nicht erleben. Ich will nicht das erleben, was meine Großeltern erlebt haben. Und ich will auch nicht, dass meine Kinder als Soldaten vor mir sterben. Ich will das nicht. Dann musst du auf Dinge verzichten. Da bin ich bereit dazu. Ich weiß nicht, wie das ist. Es ist ein schwieriger Weg, ein schwieriger Prozess. Ich bin bereit, diesen Weg zu gehen. Genau wie ich sage, ich bin gerne in den Bergen. Und ich habe aber Respekt vor dem Berg. Und ich will nicht den ausgetrampelten Pfad gehen. Ich will meinen eigenen Weg gehen. Das kann nicht sein, dass ich mal zurückgehen muss. Das kann sein, dass ich länger bleibe. Oder sage, ich komme nicht bis auf 4600. Aber ich mache es so, dass ich mich nicht unbedingt gefährde und dass ich die Natur nicht kaputt mache, weil es ist kein Kampf gegen den Berg. Der Berg gewinnt immer, der Berg tritt gar nicht an, hat er gar nicht nötig. Ja. Verstehst du? Also hör auf damit und versuch einen Weg zu gehen, den wir alle gemeinsam gehen müssen, ja, wo wir sagen, können wir nicht miteinander
müssen wir gegeneinander, muss dieses Konkurrenzprinzip, was wir glauben in der Natur zu erkennen, müssen wir das auf uns übertragen. Die Natur führt keinen Krieg, sonst gäbe es nur Dinosaurier. Das ist nicht so. Das ist kein Survival, das ist eine Interpretation. Das ist nicht so, dass der Fuchs morgens sagt, ey, da gibt es ein paar Amseln, den gebe ich's. Und dann kommt ein Hai und sagt, ich bin zwar satt gefressen, ich fresse alles weg, damit die anderen Haie leer ausgehen. So ist das nicht. Die haben eine natürliche Beißhemmung, die haben einen Instinkt und den haben wir verloren. Wir haben das durch Moral ersetzt und mit der arbeiten wir ganz stark. Und was gestern unmoralisch war, das ist morgen moralisch. Es ist alles ein furchtbar kompliziertes Feld und ich finde das ja spannend. Das Leben ist so spannend, wenn du dich den Grundfragen stellst. Da habe ich gar keine Zeit, mich ja sagen, was kann das neue G36, let's go nach Afghanistan, auf Menschen schießen, die ich nicht kenne. Ich lehne das ab. Wir sollten bei uns anfangen, da haben wir genug zu tun. Allein in diesem Stadtteil, Prenzlauer Berg Mitte, lebt jedes vierte Kind von der öffentlichen Küche. Das stört mich. Und ich sehe auch immer mehr Leute, auch in dieser Gegend, wo viele tun, die in Mülltonnen gucken und gucken nicht nur früher, was da an Flaschen für Pfand ist, sondern was noch drin ist und trinken das aus. Das stört mich. Weil diese Menschen stehen kurz davor, mit dem Baseballschläger mir in die Fresse zu schlagen, weil ich mir für 3 Euro hier am Kaffee kaufen könnte. Das ist für diese Menschen, wenn sie 5 Euro pro Tag kriegen, wahnsinnig viel Geld. Und da stimmt irgendwas nicht. Und entweder ich kümmere mich darum oder die Straße kümmert sich darum. Und das ist, da sind wir wieder bei Politik. Es gibt diesen schönen Spruch, den ich unterschreiben kann. Wenn du dich nicht um Politik kümmerst, kümmert Politik sich um dich. Ich warte nicht so lange, bis mir irgendjemand die Fresse poliert, stellvertretend. Ja. Das ist Demokratie. Demokratie, irgendetwas läuft total schief, denn die dafür zuständig sind, sind offensichtlich ständig zu. Dann muss ich das in die Hand nehmen. Und zwar schon aus reinem Ego-Interesse, weil ich einfach nicht die Fresse poliert haben könnte oder sonst irgendwas. Ja. Bevor es eskaliert, weil ich bin der Betroffene, Angela Merkel und Co. wird damit sagen, das tut mir furchtbar leid oder sie kommt ein Sarg aus Afghanistan, eine Fahne drüber laufen, da kriegst du irgendeinen Orden dran. Nein! Es ist uns so aus dem Ruder gelaufen, wir haben das so wegdelegiert. Das ist auch bequem, weil dann Angela Merkel immer schuld ist, so können wir unschuldig bleiben. Wir sind nicht unschuldig an der Situation. Wir lassen uns das gefallen, was so schön bequem ist. Wenn die Leute aufhören würden, jeden Tag 3 Stunden Fernsehen zu gucken, mehr zu lesen und sich mehr einzubringen in Bürgerinitiativen, hätten wir diese ganzen Probleme nicht. Es ist unbequem, gerade für Single-Haushalte. Dann können sie nämlich nicht nachts 5 Stunden Sex haben, morgens halb besoffen rumhängen und dann sagen, was mache ich denn heute? Aber ich habe zum Beispiel Kinder. Verstehst du? Und ich muss mich diesen Drill auch stellen, dass ich, egal was ich mache, morgens aufstehen, Frühstück machen, zur Schule bringen. Und es geht. Aber wenigstens auf 5 Stunden Sex. Sechs. So, es geht. Und deswegen, ich bin doch jetzt nicht der Verkünder der neuen Wahrheit. Es ist doch nicht so, dass ich die Weisheit mit Löffeln gefressen habe. Ich sage nur eins, das Konzept, was mir als Lösung angeboten wird, überzeugt mich nicht. Ja. Und weil es mich nicht überzeugt, habe ich aufgehört, es nur zu kritisieren. Ich versuche, es zu ändern. Und das überzeugendste Argument, ja, etwas zu ändern, ist es selber zu tun. Ich tue es selber, indem ich neue Wege ausprobiere. Was ist daran? Be the change you wanna see. Hast du jetzt gesagt, ja? Weiß ich nicht, der sprach gar kein Englisch. So, jedenfalls nicht so, wie du es gesprochen hast. So, das ist das. Und das sind auch keine neuen Informationen. Jeder normale Mensch weiß das. Ich habe meine 8-jährige Tochter neulich interviewt. Da fangen die an, so ein bisschen taktisch zu denken. Und was die aber dann immer so raus an normalen Geschichten, weißt du? Und ich habe noch eine Tochter, als die 4 Jahre alt war, habe ich immer so knallhart, so wie du, die immer so getestet. Da kriegst du keine taktischen Antworten. Und ganz, meine 4-jährige Tochter habe ich damals gefragt, also was ich habe sie, Legislaturperiode, Bruttosozialprodukt, immer so Zeug habe ich hier reingeknallt, kam Antworten. Ne? Chance. Und ich habe sie gefragt, was ist Freiheit? Und dann hat sie mir gesagt, Freiheit ist, wo wir alle nicht rankommen. Das ist immer der Weise. Das ist, und die sind weise, sie kommen so auf die Welt. Und wir erklären denen dann, wie sie zu interpretieren haben. Und deswegen, ich mache es nicht. Gebt den Naiven die Macht. Wir haben den Naiven ja die Macht gegeben. Also die spielen die Naiven, ja. Und die sagen uns, wie toll alles ist. Und Obama hat ein gutes Image, aber er setzt mehr Drohnen ein. Er hat Guantanamo nicht ab. Und er schließt inzwischen mehr Journalisten weg als alle 6 Präsidenten vorher. Anderes Thema. Das sind nicht meine Kumpels, okay. Das können sie auf der Position gar nicht sein, ja. Also... Ich will dir noch ein Beispiel geben. Wenn du auf die Automobilausstellung IAA zum Beispiel gehst, ja, weil du die Umwelt schützen willst, egal wohin du gehst, da wird man dir sagen, wir haben ein umweltschützendes Modell, da gehst du vielleicht am Ende zu Smart oder Elektro, aber du musst ein Auto nehmen. Mit einem Verbrennungsmotor. Und wenn du sagst, aber das Umweltfreundlichste wäre doch eigentlich, wenn ich so gehe, wie ich gekommen bin, nämlich zu Fuß. Ja, das geht nicht bei der Automobil. Du musst schon ein Auto kaufen. Also wenn du die Umwelt schützen willst, dann musst du dein Auto kaufen. Das geht nicht ohne Auto. Nur Autofahrer können die Umwelt schützen, alle anderen ist ja naiv. Warum? Für den Automobilproduzenten schon, weil der muss ja das Auto verkaufen. Der weiß ganz genau, dass das so ist. Und das ist das, was ich immer häufiger erlebe, wenn dann da die Kameras aus sind, sagen die, sie haben ja völlig recht, ich muss es ja machen, weil ich muss mein Studium finanzieren. Und ich sage eben, ich bin nicht bereit, in diesem System Dinge zu erzählen, die ich selber nicht glaube, aber zu glauben, dass die anderen mir das glauben, die wissen doch das Bescheid. Lass uns einfach was Neues ausprobieren. Einfach mal was Neues ausprobieren und nicht, hier habe ich malen nach Zahlen, das haben alle immer schon gemalt, mal genau das nach, ich möchte gerne mein eigenes Bild malen. Ist das zu viel verlangt? Nein. Fassen wir zusammen, du würdest es so verändern, mehr Miteinander, der Humanismus soll über allen herrschen. Herrschen nicht. Humanismus herrscht nicht.
Humanismus soll es geben. Den gibt es. Gibt es. Ich soll den nicht einfach so massiv unterdrücken. Das ist das, was ich möchte. Gut, keine Gewalt. Hab ich noch was vergessen? Ich hab nicht gesagt, keine Gewalt. Das ist eine Interpretation. Man darf sich schon wehren. Okay. Ja? Man darf sich schon wehren. Man darf sich wehren, wenn jemand kommt und dann irgendwas, weil er durchgedreht ist, dann kann man ja auch passiv die Sache angehen. Aber man muss jetzt vielleicht so gehen wie japanische Kampfsportarten, wo man einfach sagt, okay, versuche dem Kampf komplett aus dem Weg zu gehen. Karate ist nicht, ich bereite mich nicht für den Straßenkampf vor. Das ist nicht so, das hat jemand falsch verstanden, sondern ich strahle so etwas aus, dass von mir gar keine Gefahr. Mich will man gar nicht angreifen. Ich könnte, aber ich will das gar nicht. Das ist das, was ich möchte. Sich auf die wesentlichen Dinge besinnen und sagen, sind wir vielleicht alle auf dem falschen Dampfer? Sind wir überhaupt richtig auf einem Dampfer? Muss ich eigentlich auf einem Dampfer sein? Das ist ja ein Zug. Ja, oder ein Zug. Und muss das immer motorisiert? Kann ich nicht einfach mal zu Fuß, kann ich einfach mal hinsitzen? Ich habe da angefangen, in letzter Zeit immer, das ist für dich schwer vorstellbar, immer langsamer zu reisen. Ich dachte, zu reden. Zu reisen. Wenn ich neulich eine sehr lange Fahrradtour gemacht, rede ich gar nicht. Okay. Da lasse ich nur die Tour auf und ich das auch alles gesagt. Da reise ich ganz, ganz langsam, nur mit 20 km/h fahre ich, was ich von hier nach Kopenhagen, und ich erlebe wahnsinnig viel. Ja? Obwohl ich natürlich hätte in wenigen Stunden in Kopenhagen sein können. Und da gibt es ja so ein schönes arabisches Sprichwort, wo die beiden Typen sich treffen. Der eine sagt dazu, ich fliege nach, Katar. Und der andere sagt, ich muss mit dem Kamel 3 Wochen durch die Wüste. Und dann sage ich, ja, du bist 3 Wochen vor mir da. Und was machst du mit der Zeit? Was machst du mit der Zeit? Nutze deine Zeit. Warum seine Zeit verknappen und am Ort dann irgendwelche Extremsportarten auswählen, um zu sagen, guck mal, das habe ich alles gemacht. Und wo warst du dabei, wenn du das alles gemacht hast? Ich kann heute stundenlang Spaß haben, hier Plempel auf dem Flugfeld mit einem Drachen. Stundenlang Drachen steigen lassen. Hast du sonst nichts zu tun? Das will ich machen. Ich will Drachen steigen lassen, das ist doch super. Aha, das muss man sich leisten können. Das kann man sich leisten, wenn man das möchte. Wenn du aber in irgendwelchen Zwängen drin bist, dass es eben nicht geht, weil deine Doppelhaushälfte bezahlt werden muss und dein BMW-Kombi und deswegen Sachen machen willst, dann musst du dir die Frage stellen, ob du nicht auch ohne das alles leben kannst. Und das ist der erste Schritt, okay? Geh mehr Drachen steigen. Dankeschön. Bitte.